Casual Kitchen, das sind einfache Gerichte für jedermann. Ob Anfänger oder gestresste Mutter, keine Zeit ist keine Ausrede mehr. Kochen macht Spaß und wirklich jeder kann es lernen. Heute zaubern wir eine außergewöhnliche Gurken-Minzlimonade. Schnell, gesund, unkompliziert und einfach lecker essen. So, zum Anfang brauchen wir erstmal eine schöne Gurke. Die ist jetzt relativ lang. Wenn man ein bisschen kürzere kriegt, nimmt man einfach zwei Stück. Das erste, was wir machen, gewaschen haben wir sie schon. Bräuchte man jetzt aber wahrscheinlich gar nicht, denn wir schälen die Schale sowieso ab. Aber so hat man wenigstens keinen Dreck dran. Einfach der Länge nach schälen. Denn in unserer Limonade wollen wir das jetzt natürlich nicht haben, das dunkelgrüne. Wir wollen nur das schöne, helle, saftige Fleisch haben. Die Schale ist ja doch eher ein bisschen herb. Deswegen gut abschälen. So. Da brauchen wir ein Messer. Da ist es. Mit dem Messer schneiden wir einfach hier vorne die Enden ab. Zack, zack. Mal hier, so wie ich, habe ich noch ein Stück vergessen abzuschälen. Schneiden wir schnell ab. So. Und dann gehen wir hin. Machen hier mal ein bisschen Platz. Dann gehen wir hin und schneiden die Gurke im Prinzip in dünne Scheiben runter. Ist im Prinzip egal, wir pürieren das jetzt ja sowieso gleich. Wir hacken das halt so in Streifen im Prinzip, damit es ein bisschen einfacher zu pürieren. Einfach runterschneiden. So, und dann gehen wir hin und schneiden die Scheiben im Prinzip nochmal so grob durch. Da muss man jetzt wirklich keine Kunststücke anfangen. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Einfach durchhacken. Wie gesagt, wir pürieren das jetzt ja sowieso. Da kann eigentlich nicht allzu viel passieren. Dann geben wir das hier in den Krug. Ja, schauen wir mal, dass wir alles reinkriegen. Ja. So. Dann habe ich hier Minze, frische Minze, zupfen wir einfach hier rein. Die Stiele brauchen wir nicht, einfach alles abzupfen. So ein paar schöne Blätter können wir uns aufheben für die Deko nachher. Ja, das andere geben wir hier in den Krug rein. So, dann brauchen wir Zitronen. Ich habe hier mal eine größere Menge. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal drei Stück, schneiden und pressen die aus. Haben wir hier ein Glas Zitronensaft, dann habe ich hier, das ist Zuckersirup, einfach im Prinzip einige Esslöffel Zucker, bestimmt so 3-4 gewesen, oder 3, mit Wasser doppelt bis dreifache Menge aufkochen, ein bisschen runter reduzieren lassen und dann abkühlen lassen, dann hat man Zuckersirup. Jetzt geben wir hier ein bisschen was von dem Zitronensaft mit dazu und ein bisschen was von dem Zuckersirup. So. Und dann brauche ich hier meinen Pürierstab. Wer natürlich einen Mixer hat, schmeißt das einfach in den Mixer rein. Ich habe keinen, deswegen kommt das hier in den Pürierstab. Und dann gehen wir hin und pürieren das im Prinzip durch.
So. Dann habe ich hier zur Seite. Dann habe ich hier einen zweiten Krug und ein Sieb. Jetzt geben wir das durch das Sieb durch, dann bleiben quasi die Pflanzenteile zurück. Größeres Sieb wäre einfacher gewesen. Wer möchte, kann das hier so ein bisschen mit dem Löffel durchdrücken, dass wir den guten Saft, gerade aus der Gurke, so ein bisschen noch was mitkriegen. Aber nicht zu viel durchstreichen. Wir wollen ja eine halbwegs klare Limonade bekommen. Dann haben wir jetzt hier im Prinzip so eine grüne Flüssigkeit. Das füllen wir auf jetzt mit Wasser. Man kann ganz normales Leitungswasser nehmen. Man kann wie ich Mineralwasser nehmen. Vorsicht, durch den Zitronensaft kann das gut mal schäumen, wie man sieht. Dann probieren wir mal kurz, um den Geschmack ein bisschen abzurunden. Da muss auf jeden Fall noch Zitronensaft rein und ein bisschen was von dem Zuckersirup. Und dann mischen wir mal durch. Die Gurke ist natürlich süß und entsprechend, diesen Zuckersirup haben wir ja auch. Entsprechend muss man jetzt mit dem Zitronensaft ein bisschen gegensteuern, um das Ganze ein bisschen auszubalancieren. Und im Prinzip war es das jetzt auch. Alles, was wir noch brauchen, ist ein Glas mit ein paar Eiswürfeln, unsere Limonade. Wer möchte, kann jetzt hier in den Krug zum Beispiel noch von der zweiten Gurke, die ich hier hatte, auch schälen und so ganz dünn, am besten mit dem Hobel oder mit einem feinen Messer, dünne Scheiben hier noch mit reingeben. Sieht einfach noch schön aus. Gibt dem Ganzen jetzt geschmacklich nicht allzu viel, aber ist halt so ein bisschen Deko. Und dann haben wir hier natürlich noch unsere Minzblätter. Die geben wir noch mit da drauf. Und fertig ist eine ziemlich leckere, aber doch ziemlich außergewöhnliche Limonade. Gerade jetzt ideal für den Sommer noch. Lasst euch schmecken. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr auf www.casualkitchen.de. Und solltet ihr irgendeine Frage haben oder vielleicht ein tolles Rezept, dann schreibt mir einfach. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite.